Das müsste der Durchgang sein, glaube ich, für diesen zu diesem See, den wir auf der Karte gesehen haben. Erinnert mich so ein bisschen an die Heimatwelt der Quarianer, muss ich sagen, von dem Aussehen her. Die war ja auch durch die sich ausweitende Sonne ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Na, herzlichen Glückwunsch. Die Cats sind da. Dort vorne sind und die sah genauso die aus. Scheinen gegen einen Kuganer zu kämpfen. Ist das... Drag? Drag? Drag hat schon wieder Spaß, wie es aussieht. So, ich glaube, neue Ausstattung brauche ich nicht. Vielleicht sollte ich aber den Nomad mitnehmen. Ich glaube, den hier oben zu parken ist jetzt auch nicht so die beste Variante. Einfach runter mit uns. Attacke! So, wir fahren einfach mal drüber. So, rein mit uns ins Vergnügen. Wird ja auch Zeit, dass sie sich auf der Party blicken lassen. Ich glaube, mit dem werden wir noch viel Spaß haben mit Drag. Ups, das war nicht der Plan, aber das kriegen wir auch hin. Sehr schön, Kleiner. Weiter so. Ich komme vorwärts. Und ich glaube, das Asari-Schwert ist sehr praktisch dafür. Scheiße. Zack. Ich glaube, ich habe sie wütend gemacht. Sehr gut. Meinst du? Haben wir noch welche, die auf der Party sind? Ach, hier! Nicht schlecht! Hey, Kumpel! Ich komme nicht drüber, jetzt! Das war's für dich! Dieser Kampf hat Spaß gemacht! Das können Sie laut sagen! Sie wissen sich zu wehren, Kleiner. Und ich habe gehört, Ihnen hätten wir es auch zu verdanken, dass der Himmel sich aufgeklärt hat. Ich hatte Sie völlig falsch eingeschätzt. Sie sind auch nicht übel, alter Mann. Vielleicht sollten wir doch zusammenarbeiten. Der Kampf war ziemlich gut. Aber Sie sind trotzdem von der Nexus. Und so grün hinter den Ohren wie ein Drell. Trotzdem sagt mir irgendwas, dass sie Potenzial haben. Es wäre eine Schande, das zu verschwenden. Ich bin dabei. Zeigen Sie mir nur, in welcher Richtung Ihr Schiff ist und versuchen Sie, Schritt zu halten. Natürlich. Wir haben Audiologs über diese Regionen zur Nexus zurückgeschickt. Und? Windhauchbecken. Geringste Strahlungswerte im gesamten Gebiet. Ein Hoffnungsschimmer. Vielleicht mehr als nur ein Schimmer. Natürlich kommt auch er mit in unser Team. Das habe ich mir doch schon gedacht. So, schauen wir uns mal den Sender hier an. Hier werden wir unsere neuen Außenposten errichten. Ein echter Anfang. Bereite Errichtungsbefehl vor. Sie müssen festlegen, welche Aufgabe dieser neue Außenposten erfüllen soll. Hat die Nexus dabei kein Mitspracherecht? Die Ressourcenknappheit ist kritisch. Laut Protokoll fällt diese Entscheidung nur der Pathfinder. Mit den aktuellen Vorräten könnten Sie einen Militäraußenposten errichten, der sich auf Verteidigung und die Ausbildung der Miliz konzentriert. Alternativ wäre ein wissenschaftlicher Außenposten möglich, der die Forschung der Initiative vorantreibt. Puh, ich frag mal die anderen. Was sagen Sie dazu? Militär oder Wissenschaft? Ich sage Wissenschaft. Sind wir nicht hier, um zu erkunden? Ich sage Militär. Da draußen sind zu viele Bedrohungen. Beachten Na, danke. Sie, dass der erste Außenposten, den ein Pathfinder errichtet, in sich selbst eine Botschaft transportiert. Ob gerechtfertigt oder nicht, Ihre Entscheidung repräsentiert die Initiative und Ihre Pläne in Andromeda. Wählen Sie mit Bedacht.
Wenn das so ist, wenn das wirklich als Signal mitwirkt, dann auf jeden Fall nicht das Militär, sondern der wissenschaftliche Außenposten. Wir sind hier, um zu erkunden, nicht um zu unterdrücken. Forschung und Entdeckung sollen Vorrang haben. Das ist unser Fundament und unsere Zukunft. Befehle vorbereitet. Bereit auf Ihr Signal. So soll es sein. Andromeda-Initiative, hier spricht Ryder, der Pathfinder. EOS ist bereit für die Erschließung. Verstanden. Wir sind auf dem Weg. Und mehr als bereit. August Bradley, Einsatzleiter dieses Blocks. Und jetzt wohl Bürgermeister. Wir sind bereit, Ihre Arbeit fortzuführen. Ja, ich schätze, jetzt sind Sie an der Reihe. Passen Sie gut auf unser Baby auf. Mach ich. Prodromos. So nennen wir ihn. Sie sind so engagiert. Es hat uns gefehlt. Oh, sie mag uns plötzlich. Bei weitem keine goldene Welt. Aber es ist ein erster guter Schritt. Für Sie haben Sie ein Wunder vollbracht. Die Nexus. Ich hatte Sie gewarnt. Hoffnung schien verantwortungslos. Aber ich lag falsch, Pathfinder. Na sowas, ein Friedensangebot. Finde ich gut. Danke, dass Sie das zugeben. Wir stehen alle auf derselben Seite. So weit würde ich nicht gehen. Ryder, Sie haben uns Zeit verschafft, aber ein Außenposten auf einem ziemlich hoffnungslosen Planeten löst unser Hungerproblem nicht. Haben Sie schon eine weitere Spur? Den Nav-Punkt aus dem Gewölbe. Jetzt wird es kompliziert. Die anderen sind bereit, ihre Bestrebungen zu genehmigen, um an ihrem Erfolg teilzuhaben. Wir alle wollen, dass die Initiative ihr Ziel erreicht. Über das Wie sind wir uns allerdings uneins. Sehen Sie sich einfach vor. Natürlich, alle auf der Nexus haben wieder ihre eigenen Ideen, wie das Ganze umgesetzt werden soll, ist doch klar. Ja, und wie es hier steht, Sie sind genauso manipulativ, das denke ich auch. Deswegen ist sie persönlich hier unten, obwohl sie hier eigentlich gar nichts zu suchen hat, laut ihrer Jobbeschreibung, und redet mit uns. Und das sage ich ihr, glaube ich, auch ins Gesicht. Vor allen außer Ihnen, nehme ich an. Sie sind aufrichtig. Ich weiß, weshalb ich hier bin. Reden Sie mit Bradley. Später sprechen wir dann über die erweiterten Aufgaben eines Pathfinders. Bis dahin erwartet Sie Tan auf der Nexus. Wunderbar. Die Lebensfähigkeit ist bei 74%. Das klingt doch ordentlich. So, und wir haben einiges an Missionen. Wir schauen mal ganz kurz in unser Logbuch. Da haben wir jetzt, müssen wir mal schauen, das sind die ganzen Sachen, die schon erledigt wurden. Heilige Scheiße, sind das viele. Ich will aber eigentlich nicht sehen, was ich schon erledigt habe, sondern das, was ich noch erledigen muss. Und wir haben noch nicht bloß zwei Jobs, zwei Missionen, oder? Mit Edison auf der Nexus sprechen, ja, das machen wir auch noch. Die Lebensfähigkeitspunkte, ja, darüber wurden wir noch gar nicht aufgeklärt. Das schauen wir uns alles noch an. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir ein bisschen mehr hier noch haben. Na gut, im Codex ist das festgehalten, was wir schon gemacht haben. Inventar, bla bla. So, Fähigkeiten, da wollen wir doch mal weitermachen. Wir haben 12 Punkte zu vergeben. Und wir schauen mal in den Sturmangriff rein, was wir da machen können. Schaden und Stärke oder Radius? Radius? Was heißt Radius? Radius 3,5 Meter. Ach, wir haben einen Flächenangriff? Okay. Das ist Schaden und Stärke. Ich glaube, Schaden und Stärke ist mir wichtiger bald. Der soll gut reinhauen. So. Waffen und Nahkampf. Heißt Waffenschadenbonus, Nahkampfschadenbonus oder Kraftsynergie. Kräfteschadensbonus, Kräftestärkebonus. Wie lange ist die Frage?
Ich glaube, Nahkampfschaden, klar, wir gehen hin und hauen dann nochmal mit dem Nahkampf drauf. Das sollten wir hier machen. So, und dafür reicht es dann leider noch nicht, denn wir haben nur noch 3 Punkte. Aufladetempo werden wir dann auf jeden Fall machen, glaube ich. Wobei Schildwiederherstellung ist halt auch nicht schlecht, ne? Das muss ich mir dann noch überlegen, was ich da dann mache mit den Punkten. Okay, das hätten wir soweit. Vielleicht noch das Werfen? Aufladetempo sollten wir auf jeden Fall auch machen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ich bleibe also erstmal bei den Zweien. So, und dann schauen wir uns nochmal unsere Truppmitglieder an. Koras Sturmangriff. Die hat auch den Sturmangriff, okay. Ich glaube, ich gehe aber eher mal auf die Nova. So, machen wir mal bis hierhin auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal. Ich weiß nicht, warum hier Asari-Elite-Einheit steht. Naja, gut. Angriffsfähigkeiten sollten wir auf jeden Fall ein bisschen verstärken. Waffenausbildung und Fokus. Dann machen wir noch einen auf die Defensivausbildung. So. Jo, passt. Vetra. Was haben wir denn bei der? Energiepanzer, Betäubungsschuss. Gehen wir mal auf den Betäubungsschuss. So. Energiepanzer. Vetras individuelle Panzerung härtet sich und aktiviert verstärkte Schilde, die ihr unerreichten Schutz bieten. Okay. Ja, hat sie ja schon die erste Stufe. Ich würde sagen, wir machen dann erstmal hier weiter. Und einen auf die Verteidigungsexpertin. Gesundheit hoch kann nicht schaden. So, damit haben wir unser Team schon mal ein gutes Stück verstärkt. Das ist, glaube ich, ganz günstig so. Okay. So, ich würde sagen, wir haben gut was erreicht heute. Hier auf Eos. Es gibt, glaube ich, noch etwas zu erledigen. Nehme ich mal so an. Ein neuer Erinnerungsauslöser ist gleich um die Ecke. Und jemand, mit dem wir reden können. Allerdings sehe ich gerade nicht, wer. Wer weiß. Jemand, mit dem wir reden können auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch die Tempest, um wieder zu Nexus zurückzukehren. Ja, und da würde ich sagen, wir schauen noch kurz hier unten vorbei. Was ist das Ausrufezeichen? Ein Ort, den wir auch noch untersuchen müssen. Okay. Das machen wir auch, würde ich sagen. Die haben sich nicht lumpen lassen. Die haben keine Zeit verschwendet, hier irgendwas aufzubauen, ne? Prodromos steht schon. Warum sollte man auch Zeit verlieren? So, schauen wir uns hier doch mal ein bisschen um. Oh, Fenster. Direkt mal gegens Glas gesprungen. Wunderschön. Das ist letztens meiner Katze passiert. Da habe ich einen kleinen Schrank aufgebaut, so eine kleine Kommode, die hat Glastüren. Und als ich gerade die Glastür eingehängt habe und die offen da stand, war Katze der Meinung, weil ich ja dort was am Basteln war, mal vorbeirennen zu müssen. Aber irgendwie hat sie die Glastür nicht gesehen und ist volle Kanne mit ihrer dicken Rübe gegen die Glastür gerannt. Wunderschön gewesen. Ich habe mich gekringelt vor Lachen. So, wen haben wir denn hier? Yale. Ich bedauere, hallo. Was passiert ist, Pathfinder. Was genau? Ja, warum auch irgendwelche anderen zusätzlichen Infos geben? Aus dem kommt offenbar nicht mehr raus als das. Du bedauerst es, dass wir jetzt hier eine Kolonie aufgebaut haben. Das finde ich traurig. Interpretiere ich jetzt einfach mal so. Okay, wir untersuchen mal die besonderen Wegpunkte, die hier sind. Ups. Siehst du mal, hier drüben gibt es sogar noch ein Fragezeichen. Wahnsinn. Ein Händler. Na, sieh mal an. Wo ist denn hier der Eingang, Mensch? Den muss es dir doch irgendwo geben. Ah, hier. Sieh mal einer an. Unbekannter Mensch. Ist jetzt mal meine Antwort. Henderson vom Shuttle-Landeplatz hat es mir erzählt und er hat es von dem Piloten gehört. Lizzie, du musst aufhören, jedes Gerücht zu glauben, das irgendwo aufkommt. Okay. Was auch immer. So, wir schauen uns mal die Terminals hier an. Offizielle Anfrage, Darkhead Tyrivian Nummer 28. Ich muss meine Anfrage erneut einreichen, Bradley. Ich weiß, es ist nicht Ihre Schuld. Ich weiß, sie gehört eigentlich zur zweiten Welle, aber ich will, dass es in den Akten vermerkt ist.
Nur so können wir uns in ein paar Jahren, wenn sich die Dinge beruhigt haben, mit gutem Grund darüber beschweren, wie lange es gedauert hat, Familien wieder zu vereinen. Vor allem diejenigen, die unter dem Anlage-1-2-Desaster zu leiden hatten. Sie wissen doch, dass der Begriff gebrochenes Versprechen die Runde macht, oder? Ich fordere den Einsatz von Dark Etyrian W84 Crispin an. Sie ist Expertin für Exostudien. Begründung, ihr Fachwissen wird uns helfen, die Lebensfähigkeit zu erhöhen. Außerdem ist sie meine Tochter. Oh, okay, da können wir offenbar was machen. Sehr interessant. Wir kriegen neue Missionen auf die Art und Weise. Und das zweite Terminal? Keine Nachrichten. Sehr gut. Wozu auch immer es da ist. So, dann wollen wir doch mal mit dem Händler reden und schauen, was die hier hat. Irgendwas Besonderes. Schon wieder der Raketenwerfer, aber ich glaube, ansonsten gibt es jetzt nichts Besonderes. Pathfinder Helm 2. Legen wir uns mal zu, glaube ich. Warum auch nicht? Ansonsten braucht man den Rest, glaube ich, nicht. Wir können ja mal kurz schauen bei meinen Objekten. Und zwar bei dem Bergungsgut. Klick mal drauf. X, alle Bergungsgüter verkaufen. Jo, das machen wir. Handel bestätigen. Das gibt Geld für mich. Warte mal, das war nicht richtig. Achso, Enter. Da ist der Fehler. Wunderbar. Das gab Geld und einen besseren Helm für uns. Damit kann ich leben. So, und dann schauen wir mal, wen wir hier denn haben. Mit einem grünen Symbol zum Sprechen. Wir schauen nochmal ganz kurz. Ah ja, drüben ist das andere. Okay. Ja, dann gehen wir erstmal hier runter. Zum Erinnerungsauslöser. Der schwebt ja dort direkt rum. Ist das nicht schön? Und da steht auch direkt die Gesprächsperson daneben, der Gesprächspartner. Ach, der Bürgermeister. Sieh mal an. Sir, noch eine Erinnerungsbenachrichtigung? Ja, aber meine Speichermatrix ist immer noch blockiert. Es sind weitere Auslöser erforderlich. Dachte ich mir fast. Bürgermeister Bradley. Pathfinder, schön Sie zu sehen. Dank Ihnen stecken wir bis zum Hals in Arbeit. Es ist zwar ein bisschen staubig, aber daran gewöhnen wir uns schon noch. Wenn es um das eigene Zuhause geht, ist es das wert. Wir sollten den Leuten nicht zu viel zumuten. Es war schon hart genug, überhaupt so weit zu kommen. Niemand musste angetrieben werden, um das zu erschaffen, was Sie hier sehen. Die Leute sind einfach bereit. Erledigen Sie einfach, was auch immer Sie auf der Nexus zu erledigen haben. Auf Eos wird es später noch genug zu tun geben. Einige Schlüsselpositionen. Connor, Nachschub. Ramirez, medizinische Versorgung. Abrams, Wissenschaft. Fawkes, Technik. Dank Ihnen und meinem Verwalter werden wir nicht wie Anlage 1 und 2 enden. Ich habe mir die ersten beiden Außenposten angesehen. Diese Leute haben bis zuletzt alles gegeben. Und sie hätten mehr Unterstützung von der Nexus verdient gehabt. Das ist uns allen bewusst und wir werden es auch nie vergessen. Sie, Pathfinder, haben diesen Planeten verändert, aber deshalb ist es hier noch lange nicht leicht. Was unsere Vorgänger erreicht haben, wird uns enorm weiterhelfen. Sie waren gute Leute, jeder einzelne von ihnen. Es wäre mir eine Ehre gewesen, mit jedem von ihnen zu scheitern. Wir müssen die Vergangenheit hinter uns lassen und damit fortfahren, hier etwas aufzubauen. Fortfahren? Wir müssen damit anfangen. Wir müssen wirklich etwas aufbauen, anstatt einfach nur zu überleben. Oh, und Pathfinder? Die hier ist für Sie. Unsere Flagge. Hängen Sie sie irgendwo auf, wo sie jeder auf der Nexus sehen kann. Sie hat den Boden unseres ersten Außenpostens in Andromeda berührt. Zeigen Sie ihnen, dass unser Traum wahr geworden ist. Yay, eine Flagge. Zurück und kommen Sie irgendwann später wieder, Pathfinder. Dann wird in Prodromos bestimmt mehr los sein. Die Nexus wartet bestimmt schon auf Sie, Pathfinder. Und nur keine Sorge. Wenn sie wieder zurückkommen, wird sie auf Eos noch mehr erwarten. Klar, klingt super, aber wir haben erstmal auch so noch ein bisschen was zu besprechen. Wissen Sie Näheres über die Leute, die das alles von der Nexus aus leiten? Ich arbeite ausschließlich mit Edison zusammen. Sie macht alles nach Vorschrift und nach der ganzen Scheiße, die passiert ist, kann man ihr dazu nur gratulieren. Und die anderen? Ich arbeite ausschließlich mit Edison zusammen. Würden Sie etwas anderes sagen, wenn es nicht um Ihre direkten Arbeitgeber ginge? Wenn Sie nicht meine direkten Arbeitgeber wären,
würde ich einen großen Bogen um dieses Rattennest machen. Die Außenposten klären ihre Probleme mit Addison. Sie klärt alles mit den anderen. Und ich beneide sie nicht darum. Okay, dann habe ich ja vorhin offenbar Unrecht getan. Stimmt, sie ist für die Kolonialisierung zuständig. Offenbar hat sie doch einen Grund, hier zu sein. Und ist nicht bloß da, um mich zu bequatschen. Dann habe ich ihr Unrecht getan und möchte mich hiermit entschuldigen. Quark. Entschuldigen? Was? Ja, aber zumindest habe ich sie ja falsch eingeschätzt an der Stelle. Warum trägt der Außenposten den Namen Prodromos? Er bedeutet Wegbereiter. Sprachen langweilen mich tierisch, aber wir haben demokratisch abgestimmt. Die Teilhabe an allem ist ein zentraler Aspekt der Initiative. Damit überzeugt man einen Haufen Zivilisten, in eine andere Galaxie zu reisen. Solange wir unsere Verpflichtungen im Nexus erfüllen, können wir selbst herausfinden, was wir bauen und wie wir uns organisieren. Erzählen Sie mir von sich. August Bradley, Allianz-Soldat im Ruhestand. Die Disziplin behalte ich bei, die Doktrin weniger. Ich habe mich der Initiative angeschlossen, weil sie zu einer Grenze wollte. Davon gibt's nicht mehr viele. Zumindest keine, die man mit meiner Pension erreichen könnte. Haben Sie Familie? Eine Nichte auf der Erde. Wir haben nach dem Tod meiner Schwester kaum noch miteinander gesprochen. Tja, die wirst du jetzt wohl nicht mehr haben. Die ist schon lange tot wahrscheinlich, nehme ich mal so an. Etwas Ähnliches ist meiner Familie auch passiert. Ja. Also, aus der Trauer anderer Leute halten wir uns raus. Mein Vater, Ihre Schwester, wir haben beide viel verloren. Aus der Trauer anderer Leute halten wir uns raus, Pathfinder. Was bedeutet das? Aus der Trauer anderer Leute halten wir uns raus? Das haben Sie schon mal gesagt. Scheiße, stimmt. Sie kennen ja den Todesvortrag des Blockführers gar nicht. Es ist so. Das mit Ihnen und Ihrem Vater ist nichts Ungewöhnliches. Aber erst kürzlich passiert. Jede Spezies der Initiative, mit Ausnahme der Asari und Kroganer vielleicht, hatte Freunde und Familie, als sie in die Kryo ging und wusste beim Aufwachen, dass sie alle tot sind. Ja. Damit beginnt alles, was wir aufbauen. Es ist der unausgesprochene Anfang der Initiative. Und deswegen gilt... Aus der Trauer anderer Leute halten wir uns raus. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist. Aber gut, wenn ihr meint. Ich weiß nicht, ob Verdrängung dafür die beste Lösung ist. Nicht verdrängen. Raushalten. Jeder muss für sich entscheiden, wie er damit umgeht. Es gibt da dieses Sprichwort. Kinder, deren Eltern verstorben sind, halten alles für möglich und nichts für sicher. Ich glaube, das gilt für jeden in der Initiative. Oder vielleicht sogar für alle überhaupt. Was können Sie mir über den Prodromos-Block sagen? Ein präziser Haufen wie alle Wissenschaftler. Wir werden irgendwann Land zur Besiedlung freigeben. Für Gruppen mit genügend Ressourcen für einen Start. Es wird keinen Goldrausch und keine Landzuweisung geben. Es ist mir eine Ehre, Sie anzuführen, solange Sie mich brauchen. Ich hätte nur gerne einen Statusbericht. Natürlich informell. Es gibt nicht viel zu berichten. Wir improvisieren und kommen um die Runden. Na gut. Wir reden ein andermal. Ach, Pathfinder, was ich über die Trauer gesagt habe. Jeder Pirat, den wir in diesen Cluster gebracht haben, wurde nach dem Aufwachen mit derselben Realität konfrontiert wie Sie. Vielleicht denken Sie mal darüber nach, damit nicht immer geschossen werden muss. Glaub mir, ich bin nicht der Schießwütigste. Ich versuche es zu vermeiden, Leute zu erschießen, wenn es möglich ist.